Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und damit einen guten Start, würde ich mal sagen, in den neuen Handelsmonat. Es ist der 1. August und wir sprechen heute hier an dieser Stelle über ein paar Ideen im Euro-Hongkong-Dollar, Euro-Polnischer Zloty und im US-Dollar-Mexiko. Das sind mal so die Währungen für die heutigen Handelsideen, die wir hier miteinander gleich näher besprechen werden. Zuvor, wie immer, der Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit noch einmal an dieser Stelle ein herzliches Willkommen auch an alle Live-Zuschauer hier an dieser Stelle, verbunden mit der Einladung: Wenn Sie eine Frage haben oder einen Wunschmarkt analysieren lassen möchten, dann scheuen Sie sich nicht. Geben Sie hier im Chat auf Facebook ruhig das Kürzel ein und damit können wir dann auch Ihren Live-Markt direkt hier betrachten. Wir starten den Handelstag wie immer mit einem Blick auf die Nachrichten. Heute ist Mittwoch und Mittwoch ist ja ein wichtiger Tag, was das Thema der Nachrichten angeht, weil es ist Zinsentscheid in den USA. Heißt also, wir bekommen wichtige Nachrichten um den Zinsmarkt, wie es mit den Zins, Prozedere auch weitergehen wird. All das erfahren wir heute Abend. Sie sehen es hier auch geschrieben, um 20 Uhr. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, da gibt es noch ein paar mehr Nachrichten. Heute starten wir hier um 9.55 Uhr mit dem Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Um 14.15 Uhr gibt es dann aus den USA den ADP-Beschäftigungsindex für den Monat Juli. Um 16 Uhr den ISM-Einkaufsmanager-Index, ebenfalls aus den USA für das verarbeitende Gewerbe. Um 16.30 Uhr gibt es dann wie jede Woche Mittwoch einen Blick in die Rohöllagerbestände in den USA. Und dann hier, Sie sehen es, um 20 Uhr das FOMC-Statement bzw. den Zinsentscheid der FED. Das sind mal die wichtigsten Nachrichten des heutigen Tages. Um 10 Uhr gibt es dann noch eine Pressekonferenz der OPEC, also auch hier Interessantes rund um den Ölmarkt. Wir haben ja in den letzten Tagen einiges an Schwankungen in den Ölmärkten gesehen. Erst ging es mal wieder richtig kräftig hoch, dann ging es wieder richtig kräftig runter. Also die Volatilität ist hier sehr, sehr hoch. Ludger, ich sehe gerade live dabei hier einen schönen guten Morgen hier rein. Und wenn Sie auch einen Wunschtitel heute haben, Sie haben ja auch das ein oder andere Mal schon nachgefragt, nicht scheuen, einfach hier Bescheid sagen. Dann können wir uns auch gerne mal wieder einen Wunschmarkt anschauen. Also hier mal die wichtigsten Dinge auf seitens der Nachrichten für den heutigen Handelstag. Und damit würde ich direkt in die Charts auch rübergehen, hier in die Handelsideen für den heutigen Tag. Wir haben jetzt hier den Euro-Hongkong-Dollar offen. Wir sehen hier den Tageschart vom Euro-Hongkong-Dollar mit entsprechend interessanten Marken und Sie sehen es hier auch einem roten Pfeil in einem Widerstandsbereich. So, damit habe ich mal so die wichtigen Dinge umschrieben, die mir hier bei der Betrachtung dieses Charts in den Sinn gekommen sind. Das heißt, wir haben auf der Oberseite zwei Anlaufpunkte liegen bei 925443 und 930079. Das wären Anlaufmarken, wenn es der Markt schafft, über diesen Widerstand hier oben um die Marke von, was haben wir hier oben liegen, 9,21875 drüber zu laufen. Dieser Bereich, den ich hier rot markiert habe, das war ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal mittlerweile eine Marke, ein Kurslevel, wo die Kurse reingelaufen sind und dann direkt wieder abverkauft haben. Und das ist so, sage ich mal, mit leichter Tendenz von oben nach unten, der Druck einfach zu sagen, okay, hier oben wird die Luft einfach ein bisschen dünn, der Markt kauft ab. Es geht nicht wirklich brutal jetzt nach unten, aber wir sehen halt immer wieder dort Marken, wo wir sagen, okay, wir haben hier, wenn wir uns das mal anschauen, wir haben fallende Hochs, wir wollen hier nicht so rüber, richtig drüber. Das ist so ein bisschen ein Zeichen für Druck von oben, dass die Märkte etwas nach unten laufen könnten. Das heißt, wenn wir diese Umkehrkerze von gestern, und das war ja definitiv eine Umkehrkerze, die wir hier im Markt sehen, also wir sind hochgestiegen und dann haben wir komplett
komplett abverkauft. Der Kerzenkörper liegt im unteren Drittel bzw. im unteren Viertel der Kerze und ist auch noch rot. Das ist definitiv eine Short-Umkehrkerze. Und in dieser Verortung kann man die auch gut zum Abwärtstraden benutzen. Anlaufpunkte für das kurzfristige Traden wären dann erstmal hier das Vortagestief vom 30.07. und das zwar bei 9,14045, gefolgt dann von diesem Tief hier unten. Das ist das Tagestief vom, warten Sie, wir gucken hin, vom 19.07. bei 9,08591, bevor wir dann hier unten in diesen Bereich reinlaufen, wo wir auch schon ein wenig Unterstützung gesehen haben, und zwar die Marke von 9,03030. Hier unten hatten wir schon einige Male Unterstützungen im Markt laufen. Das heißt, das ist jetzt ein kurzfristiges Szenario, wo der Markt nach unten dynamisch auch mal laufen könnte. Wir werden sehen, ob es macht. Das wissen wir natürlich nie so genau, aber wir sehen halt hier Anlaufpunkte auch an Tagestiefs, die in der Vergangenheit hier interessant sein könnten, um einfach mal angetestet zu werden. Ne? Wir sehen das ja hier, wenn wir uns mal diesen ersten Rutsch nach unten anschauen. Wir haben uns hier an den Tagestiefs orientiert, bevor wir wieder hochgelaufen sind. Das ist hier schon auch einige Male passiert und das könnte hier entsprechend natürlich auch ein Punkt sein, wo wir hier in den Markt hineinlaufen, wo einfach kurzfristig nach unten mal angetestet werden könnte. Wenn die Kurse allerdings wieder rumdrehen sollten und dieses, sag ich mal, hin und her Getingel hier zwischen dieser Marke von 9,11906 hier, was ich hier unten eingekreuzt habe, und hier oben diesen Widerstand, den wir besprochen haben, dieses Hin- und Her-Getingel, könnte es auch sein, dass der Markt mal Kraft schöpft und doch oben rüber geht. Wenn er das schaffen sollte, dann ist es natürlich charmant, dass diese nächsten beiden Widerstände relativ gesehen zumindest nah beieinander liegen, weil wir haben jetzt hier, also ich meine, hier liegen sie deutlich näher beieinander, diese Widerstände, beziehungsweise diese Tageshochs, ganz klar, aber sobald der Markt hier oben drüber rutscht, hat er schon mal den nächsten Anlaufpunkt bei 9,25443. Also fürs kurzfristige Trading ist das durchaus charmant, mal zu gucken, was er hier oben macht. Natürlich ist halt die Regel, je öfter so ein Widerstand nicht gebrochen wird, je größer ist der Widerstand und je kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich durch diesen Deckel oben drauf geht. Von der Seite her würde ich persönlich Mike Seidel jetzt erstmal die Richtung nach unten präferieren, und das ist dann entsprechend auch das, was wir hier ein Stück weit nach unten sehen. Das sehen wir auch in der Dynamik hier. Ich gucke gerade mal, Ludger, es sieht nach einem nach einem Dreieck aus. Ja, klar, es ist ein Dreieck. Wir haben jetzt hier, wenn wir das mal einzeichnen wollen, ich mache es mal ganz kurz, ich hoffe, dass der Chart in diesem Falle nicht zu stark drunter leidet. Also wir haben hier schon ein Dreieck drinnen. Es kommt halt wirklich jetzt nur darauf an, was man daraus sieht. Das heißt, die Verortung hier innerhalb dieses Dreiecks ist ja innerhalb eines abwärtsgerichteten Marktes. Und wenn man dann so ein symmetrisches Dreieck, wie wir es hier haben, sehen, innerhalb eines abwärtsgerichteten Marktes, ist das in der Regel eher ein Zeichen dafür, dass wir quasi die Brüche nach unten sehen sollten. Das spielt so ein bisschen dem Szenario auch in die Karten, dass ich persönlich hier eher die fallende Richtung präferieren würde. Das heißt, hier müssen wir mal schauen, was der Markt macht, aber sehr gut aufgepasst, Ludger, es ist ein Dreieck, und wie schon gesagt, innerhalb dieser Verortung ist es halt sozusagen schon ein Wert, wo man sagt, die Korrektur läuft jetzt hier sozusagen spitz zusammen. Wir hatten ja diesen Wahnsinnsschub nach unten, ohne wirklich massive Korrekturen, und jetzt zieht sich die Korrektur hier über die Zeit so ein bisschen hin und das verdichtet sich hier immer mehr, und wenn der Ausbruch nach unten halt hinkommt, dann haben wir diese kurzfristigen Anlaufpunkte, die ich hier genannt habe, durchaus im greifbaren Bereich. Sollte ein Schub nach oben kommen, dann diese beiden hier oben genannten Werte. Das sind mal so die Dinge, die wir hier sehen, und im Stundenchart, wer jetzt mal reinschauen möchte, ich mache es mal ganz kurz, Sie sehen, da ist nicht wirklich viel zu holen, weil diese Schwankungsbreite, die wird immer kleiner, dieses Hin und Her, diese Folge kommt immer größer. Also ich denke, hier wird es eher darauf gehen, eine Entscheidung zu treffen, was jetzt hier passiert, und die Dynamik sieht momentan eher nach unten als nach oben gerichtet aus. Ich ziehe das Bild mal ganz kurz hoch. Sie sehen es also hier. Laufen wir mittlerweile rüber in den 5 Minuten oder 15 Minuten, sieht man auch schon wieder schön einen Abwärtstrend hier am Laufen. Wenn wir mal in die 5 Minuten reinschauen, dann ist das auch gut zu erkennen. Hier, wir haben sehr, sehr schön einen abwärts laufenden Markt, und das ist halt die interessante Geschichte, und das ist die Bestätigung von dieser Kerze, die wir gestern im Markt gesehen haben, und das ist das, was wir wollen. Wie schon gesagt, für das kurzfristige Trading ist dieser Chart meines Erachtens nach doch relativ gut geeignet, und damit würde ich gerne ins nächste
Währungspaar gehen, und zwar auf den euro-polnischen Zloty. Den schauen wir uns auch erst einmal im Tageschart an. Wir hatten den euro-polnischen Zloty schon vor einiger Zeit mal auf der Agenda gehabt, hier wo dieser blaue Pfeil dran ist an dieser Stelle. Warum? Weil wir hier in diesem übergeordneten Aufwärtstrend hier eine Situation hatten, wo ein Umkehrsignal gekommen ist. Hier hatten wir drüber gesprochen. Das wurde dann auch schön bestätigt, und dann hatten wir hier die Tageshochs zum Anlaufen, beziehungsweise hier dieses Korrekturhoch, wenn man mal diesen Abwärtstrend hier sieht, als Widerstand. Und wir sehen halt, wie schön dieser Markt das alles abgefrühstückt hat und hier oben in diesen Widerstandsbereich reingelaufen ist und dann direkt wieder runtergelaufen ist. So, was haben wir jetzt hier? Zum einen, wir haben jetzt hier wirklich eine sehr, sehr tiefe Korrektur. Das heißt, die vorangegangene Bewegung ist fast vollständig wieder korrigiert worden. Hier unten haben wir diesen Support um die 4,25, 5,24. Das ist das Korrekturtief des schwarz eingezeichneten Trends. Und gestern kam es dann nach dieser doch deutlichen Abwärtsbewegung hier innerhalb dieses übergeordneten oder beziehungsweise dieses untergeordneten Abwärtstrends. Ich zeichne den mal eben für Sie ein. Also wir hatten hier entsprechend die erste Bewegung, dann natürlich hier die erste Korrektur. Dann kam es zur Trendentstehung hier nach unten hin. Das war dieser Bereich. Hier ist ja mal ganz kurz drüber gelupft, aber das... Der Markt hat dann direkt wieder diese Trendbewegung nach unten entsprechend mit aufgenommen. Das heißt, hier haben wir jetzt eine doch sehr, sehr weit gelaufene Bewegung innerhalb dieses blauen Abwärtstrends. Und jetzt haben wir hier, wie schon gesagt, das Umkehrsignal. Und da kommt es drauf an, was der Markt jetzt drauf macht. Wenn das Gleiche passiert, wie hier passiert ist, dann können wir erwarten, dass wir hier Dynamik nach oben sehen. Und wir haben halt, wie Sie sehen, auch die entsprechenden Tageshochs relativ eng wieder aneinander liegen. Das heißt, kommt es hier zu Kursanstiegen, können die 4,28803, 4,29724 und 4,30129 doch relativ gut angelaufen werden können. Hier geht es dann weiter mit Tageshochs. Also das liegt hier vor uns auf der Agenda, wenn der Markt dynamisch weiter nach oben läuft. Auf der anderen Seite hier nach unten hin haben wir den Support. Sollte hier keine Kursstärke aufkommen und der Markt in den Support reinlaufen, könnte Nummer 1 natürlich der Support dazu dienen, wieder nach oben abzuprallen. Also ähnlich wie wir das hier in diesem Bereich gesehen haben, da ist der Markt ja hier um diese Marke so ein bisschen hin und her getingelt, bevor er dann nach oben gestiegen ist. Kommt es zum Bruch, wäre der nächste Anlaufpunkt auf der Unterseite hier dieser Bereich hier drüben bei 4,23, 5,34. Das mal so die Marken hier in diesem Bereich. Und hier hat der Markt schon mal versucht, dieses Signal nach oben hin zu bestätigen. Das sieht man sehr, sehr schön im Stundenchart. Wir sehen hier innerhalb dieses übergeordneten Abwärtstrends. Man sieht halt hier noch schön diesen Abwärtstrend nach unten laufen, aber wir sind jetzt hier dabei, sozusagen untergeordnet einen Aufwärtstrend zu bilden. Ne? Wir haben schon mal kurz nach oben drüber gelupft. Hier wollte der Markt jetzt nicht hoch. Wenn das Signal auf Tagesbasis bestätigt werden würde, dann hätten wir hier die Situation, wir bilden untergeordnet einen Aufwärtstrend. Wir hatten ja hier im Stundenchart sowas wie eine leichte Bodenbildung, wo der Markt schön nach oben gelaufen ist. Und jetzt haben wir hier in dem Moment den Markt hier in diesem Bereich, und er sollte halt hier oben drüber gehen. Dann, wenn der Markt hier oben drüber gegangen ist, über diesen Bereich visuell, dann hätten wir jetzt die Situation, dass wir hier einen Aufwärtstrend laufen haben, und dieser könnte dann sehr, sehr früh dazu genutzt werden, ein Stück weit nach oben zu traden und dann diese Marken hier oben, die ich Ihnen angezeichnet habe, Stück für Stück hoch zu traden, wenn der Markt Dynamik aufrechterhält. Wie schon gesagt, momentan gab es den ersten Versuch, es gab noch keine Bestätigung, das ist halt wichtig zu wissen. Da im ganz Kleinen haben wir jetzt hier sogar einen Aufwärtstrend, wenn man das mal sehen. Also hier, wenn Sie sich das Ganze mal anschauen, Bewegung, Korrektur und die Bewegung nach oben. Aber wie schon gesagt, es fehlt momentan noch an Bestätigung. Wenn die kommt, dann ist das Potenzial nach oben definitiv gegeben, zumindest erstmal ein Stück weit. Wenn man sich den Tageschart anschaut, weil dieser Trend hier nach unten ist natürlich erstmal abwärts gerichtet. Aber im übergeordneten Bild, Sie sehen, hier fließen zwei Trendgrößen innerhalb einer Zeit ineinander. Lässt sich da schon was ausmachen, wenn der Markt ja wieder positiv sich bewegt, dass wir doch ein Stück weit nach oben laufen können, um dann den Markt hoch zu traden. Sei es ist nur eine Korrektur dieser blauen Abwärtsbewegung hier, dann haben wir ein bisschen Potenzial nach oben. Wenn der Markt natürlich wieder komplett die Richtung des schwarzen Trends aufnimmt, dann haben wir natürlich wahnsinnig Potenzial, weil Ziel wäre dann mal hier oben diese Marke von 4,41555. Also Sie sehen, was da an Fleisch am Knochen dran sein kann, wenn der Markt es spielt. Und damit gehen wir in den dritten Währungsmarkt von heute, und zwar den mexikanischen Währungsmarkt in Korrelation oder in Zusammenarbeit mit dem US-Dollar hier reingezogen. Hier sehen wir ein Bild
vom Markt, was wir hier definitiv innerhalb eines Abwärtstrends liegen haben. Aber wir haben innerhalb dieses Abwärtstrends eine weite, weite Bewegung. Viele von Ihnen wissen, ich bin jemand, der schaut sehr, sehr stark auf Trends. Und was wir hier sehen, ist natürlich jetzt eine dynamische Abwärtsbewegung. Wir haben jetzt hier einen Abwärtstrend im Markt laufen. Aber nach dieser Bewegung, nach dieser letzten langen Bewegung, gab es gestern ein erstes Signal zur Kursumkehr. Das heißt, wir könnten hier etwas an Korrektur sehen. Und deswegen habe ich hier mal die letzte Bewegung ausgemessen und mal geschaut, wenn wir Korrekturen bekommen, die doch auch tiefer reinlaufen, dann also um die 50% Marke, dann hätten wir jetzt hier für das kurzfristige Trading, weil es ist ein Gegentrend-Trade in meinen Augen und deswegen sollte man sich hier nicht zu breit aufstellen auf diese Art und Weise. Heißt also hier, gestern gab es das Umkehrsignal, es wird jetzt schon leicht bestätigt, also was heißt leicht, es wird jetzt bestätigt, der Markt läuft hier schon nach oben. Wir haben jetzt hier den nächsten Anlaufpunkt hier aus diesem, in diesem Ausbruchsbereich, in diesem Ausbruchslevel beziehungsweise hier in diesem Tageshoch von gestern, um die Marke von, warten Sie, ich mache Ihnen das mal ein bisschen größer, hier ziehen wir es mal nach unten, also hier haben wir die, ich habe es ja schon dran geschrieben, die 1874214, also das heißt, das ist das Hoch hier vom 26.07. Das wäre mal so der erste kurzfristige Anlaufbereich und danach hier nach oben hin das nächste Tageshoch wäre durchaus noch im Rahmen des Möglichen bei 18.89382, was man hier ein Stück weit nach oben drehen kann. Die Dynamik ist auf alle Fälle da, der Markt spielt das Geschäft nach oben hier, wenn wir uns die Stunde mal anschauen, Sie sehen es, ich zoome das mal kurz etwas kleiner, dass wir mehr sehen, dieser Abwärtstrend ist definitiv gebrochen. Hier hat sich jetzt ein Aufwärtstrend in der Stunde gebildet. Er steht aktuell in seiner Bewegung, untergeordnet auch ein Abwärtstrend, ein Aufwärtstrend. Das heißt, das ist alles schick und wir sehen halt hier sehr, sehr schön die Anlaufpunkte, die wir nach oben abfrühstücken können. Das heißt, hier dieser Bereich, hier oben wäre dann der nächste Bereich, den wir anlaufen können auf dem Weg ein Stück weit nach oben. Und wie schon gesagt, ab 50% Korrekturlevel ist das mal so eine Marke, wo ich mich persönlich auch wohlfühle, wenn es nach oben läuft. Das heißt, wenn wir hier den Aufwärtstrend traden, ist das die Korrektur des Tages. Und wenn der ein Stück weit läuft, der ist ja hier in diesem Maße sozusagen gerade erst dazu gelaufen, dass er diesen Abwärtstrend gebrochen hat. Schauen wir mal, was hier oben bei rauskommt. Aber interessant ist das allemal, wenn wir hier dann in die kleineren Zeiteinheiten reinschauen, dass man mal sieht hier diese ganze Trendbewegung. Hier in der Nacht gab es halt immer mal ein bisschen Zuckereien. Das ist völlig normal, aber hier haben wir schön dynamisch nach oben laufen, einen Aufwärtstrend, der jetzt hier weit in Bewegung ist. Das heißt, ich erwarte jetzt hier mal ein Stückchen Korrektur und aus der Korrektur kann man dann sehr, sehr schön in Richtung dieses aktuell aufwärtsgerichteten Stundentrends traden, um hier ein wenig Korrekturhandel zu betreiben. Wenn das Ganze wieder rumdrehen sollte, dann haben wir hier natürlich das Tagestief bzw. das Tief dieser Bewegung als ersten Anlaufpunkt. Ich mache das gleich mal wieder größer. Also das heißt, das wäre diese Marke hier unten um die, was haben wir stehen, 18.49166. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt, damit sich dieser Trend dann fortsetzt, der jetzt aktuell korrigiert. Nächster Anlaufpunkt wäre hier dieser Bereich, wo dieser Schub nach oben kam und diesen hervorhergehenden Abwärtstrend gebrochen hat. Das ist der Bereich um die Marke von 18.38947. Also das sind mal so die Marken, die wir hier im Tageschart auf der Oberseite und der Unterseite hatten. Wie schon gesagt, diese Handelsidee ist hier gegen den übergeordneten Trend etwas Korrekturhandel zu betreiben, weil wir haben halt nach oben hin ein Stück weit Potenzial durchs Tageshoch, was hier kurz vor uns liegt. Ludger, du wünschst dir noch einen, oder Sie wünschen sich noch einen Blick in den Chart. Wir gucken mal rein, der dümpelt ja, gestern dümpelte der DAX lustlos hin und her. Das ist heute, ja, muss ich sagen, auch nicht wirklich deutlich anders gelaufen. Das heißt, innerhalb des Tages kam da gestern nicht wirklich viel. Er ist im nachbörslichen Handel ein Stück weit hochgelaufen, wenn wir uns das Ganze mal mit anschauen. Und aktuell sehen wir wieder einen etwas seitwärts laufenden Markt hier. Wenn wir uns den DAX nochmal im großen Bild anschauen, weil wie schon gesagt, wir haben jetzt hier schön diesen untergeordnet laufenden Aufwärtstrend. Also der aktuelle Trend im DAX ist aufwärts gerichtet hier. Übergeordnet hatten wir die Abwärtsdynamik oder haben wir die Abwärtsdynamik und die Korrektur sozusagen dieser letzten starken Abwärtsdynamik hier nach unten, da passt das Ganze ins Bild, dass wir jetzt eine Korrektur haben und weil der Markt hier so weit runtergelaufen ist, ist es halt opportun, dass sich Aufwärtstrends bilden und das sehen wir hier auch sehr, sehr schön und was wir hier halt sehen ist, wir haben halt relativ hohe Schwankungsbreiten, das heißt hier in diesem Maße ist das für das kurzfristige Trading gut, wenn wir hohe Schwankungsbreiten haben, weil der Markt dann halt auch zufällig mal in die ein oder andere Richtung läuft und wir hier
an dieser Stelle Stück für Stück immer mal aus der Korrektur rauskommen. Wir sehen es halt hier, der Markt lief hier in die Korrektur rein, hat dann gestern wieder nach oben aufgekauft. Heute ist wieder so ein bisschen so auch so ein Tag, wo ich persönlich aus Erfahrung heraus sagen würde, wir werden auch immer mal mit ein bisschen Schwankungen leben müssen. Wir haben Quartalsberichte. Die Quartalsberichte hier in Deutschland sind ja in der Regel schon durch. Die kommen früh vor Börseneröffnung. Das heißt, da gibt es jetzt die Dinge, die jetzt hier passiert sind, sind in aller Regel auch schon eingepreist. Die Ausschläge, wir hatten das gestern gesehen, wie stark die Lufthansa sich bewegt hat. Der Highflyer aus dem Jahr 2017 hat ja in 2018 nicht so gut performt. Und wenn dann so eine Aktie plötzlich massiv sich bewegt, das hat dann natürlich deutliche Einflüsse, entsprechend auch auf den Index, weil sie auch im Index natürlich gewichtet ist. Wie schon gesagt, für das kurzfristige Trading schauen wir es uns mal an. Wir haben auf der Oberseite, Sie wissen, im kurzfristigen Trading schaue ich gerne auf die Tageshochs. Wir haben auf der Oberseite relativ naheliegend das Tageshoch von gestern bei 12.861, gefolgt hier vom Tageshoch vom, wann war das, am 27.07. Bei 12.887 Punkten. Das wären durchaus Marken, die der Markt hier, wenn wir positive Dynamik bekommen, kurzfristig auch Stück für Stück nach oben anlaufen kann. Das heißt, die sind da, die stehen mal in der Zielplanung für den heutigen Handelstag mit drin, dass der Markt hier Stück für Stück nach oben laufen kann. Und wenn wir uns das Ganze hier mal in der kleineren Zeiteinheit auch anschauen, dann sehen wir halt diese starken, massiven Schwankungen, die wir hier haben, wo der Markt einfach mal erratisch nach unten oder erratisch nach oben geht, was das Trading halt relativ schwer planbar ist, weil man kann ja nicht genau sagen, dass der Markt dann plötzlich hier anfängt mit einer Raketenstart durch die Decke zu gehen oder hier wie hier auf der anderen Seite mit einem wie ein Stein vom Himmel sozusagen fällt. Das kann man nicht planen. Von der Seite her ist es wichtig, dass man sich hier gute Punkte sucht, wichtige Unterstützungsmarken sucht und dann versucht, an solchen Marken reinzugehen und nicht versucht, in irgendwelche, sag ich mal, Bewegungen reinzufassen, weil einfach das Risiko, hier stark in ein oder andere Richtung rauszufliegen, doch relativ hoch ist. Dazu sind die Volatilitäten nicht da. Aber wer das Ganze macht, beispielsweise auch mit dieser Open Range Trading sozusagen, der kann das Ganze natürlich sehr, sehr gut auch umsetzen. Da brauchen wir natürlich Volatilität und die haben wir aktuell auch wirklich sehr, sehr schön da, wenn wir das mal so sehen. Hier ist ja jetzt die Stunde, die sich bis 9 Uhr entwickelt. Das heißt, die Range im Tief, wenn es so bleiben würde, hätten wir jetzt bei 12.809 und im Hoch, wenn es so bleibt, irgendwo bei 12.836 und dann die Range nach oben. Und da hätten wir halt in der Stunde auch noch ein paar Anlaufpunkte hier. Wir sehen es, das sind, ich meine, gut, das sind jetzt die Nachtkerzen, inwieweit die Relevanz haben, kann ich nicht sagen, aber ich würde mal sagen, wenn wir hier nach oben laufen, dann haben wir gute Karten, dass wir des Tages hoch von gestern anlaufen und wenn der Schub nach oben noch kommt im kurzfristigen Bereich hier auf die 12.887. Ludger, weil ich weiß, dass du es okay, sehr schön, freue ich mich sehr, danke dafür. Ich weiß, du tradest gerne auch immer mal im kurzfristigen Bereich. Das sind so die Marken, die ich persönlich kurzfristig hier auf der Uhr habe, um nach oben hin ein bisschen, sag ich mal, Ziele im Markt zu kaufen bzw. zu sehen, weil ich persönlich, das ist mein Trading-Stil, ich eröffne eine Position gerne dann, wenn ich weiß, wer nach mir kauft. Das heißt, ich stelle mir wirklich immer die Frage, das habe ich auch hier an meinem Monitor kleben, wer kauft nach mir, wenn ich long gehe. Mir ist es halt wichtig, dass ich weiß, wer nach mir kommt. Und wenn ich nicht weiß, wer nach mir kommt, ist das halt für mich immer so ein bisschen ungutes Gefühl, weil ich nicht weiß, an wen ich meine Position abgeben kann. Und aus diesem Grund schaue ich hier nach oben hin gerne mal auf die Tageshochs. Nach unten haben wir nicht so viele. Da haben wir das Tageshoch von heute, das Tagestief von heute und das Tagestief von gestern, aber die sind deutlich weiter weg als die aktuellen Hochs. Und von der Seite her, wenn wir positive Dynamik bekommen, ist es dann doch charmant, nach oben rein zu gehen. So, damit wäre ich an dieser Stelle mit der heutigen Besprechung fertig. Die Elena ist auch dazu gestoßen. Einen schönen guten Morgen, Elena, moin moin, zurück und damit für heute das Ende der Live-Besprechung. Ich wünsche Ihnen einen tollen Trading-Tag. Wie gestern auch gesagt, suchen Sie sich irgendwo auch mal ein ruhiges Eckchen, wo es nicht ganz so heiß ist. Wir hatten hier gestern um die 40 Grad, also knapp unter 40 Grad, das ist schon heftig, was wir hier im Sommer momentan haben. Aber das Wochenende ist ja nicht mehr weit weg. Heute ist Bergfest, die Hälfte der Woche ist um. Wir sehen uns dann morgen früh wieder um 8.30 Uhr hier zur Besprechung des Blogeintrages. Und den Blogeintrag gibt es natürlich wie immer aller spätestens um 8 Uhr zum Lesen. Meistens wird es eher. Also an dieser Stelle einen tollen Tag. Bis morgen. Schöne Grüße, Ihr Mike Seidel.